Hallo, mein Name ist Sascha Tatil und heute geht es um das spannende Thema IT-Personal aus dem Ausland und welche Möglichkeiten und Chancen es bringt. Also ja, immer mehr Unternehmen suchen ja nach Entwicklern, weil sie halt zum Teil auch Schwierigkeiten haben, Entwickler im Inland zu finden. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Also zum Beispiel werden ja heutzutage sehr viele Entwickler gesucht, besonders Großunternehmen, zum Beispiel Siemens oder auch Bosch. Die empfinden sich ja auch immer mehr als IT-Unternehmen und weniger als Industrieunternehmen und stellen zum Teil Tausende bis Zehntausende Entwickler ein. Und dann fehlen hat natürlich den kleinen und mittleren Unternehmen Entwickler, die verfügbar auf dem Markt sind. Und zum Teil sind auch die, kann man auch gar nicht mit den Gehältern, die die großen Unternehmen zahlen, mithalten. Und da gibt es natürlich mehrere Probleme. Und die Bundesregierung hat natürlich das auch verstanden und hat hier auch Möglichkeiten geschaffen. Und darüber und auch über Alternativen möchte ich hier sprechen. Also es gibt, sagen wir mal, drei Möglichkeiten, wie man an Entwickler aus dem Ausland kommt. Das eine wäre mit einer blauen Karte, also diese Blue Card Europe oder Blue Card Germany oder blaue Karte Deutschland, mit der kann man Entwickler aus dem Ausland holen, das wird gleich besprochen. Dann die andere Alternative ist ein Studium. Also es gibt Programmierer oder Hochschulabsolventen aus dem Ausland, die in Deutschland studieren und auch nicht gerade in geringer Zahl, und die könnte man auch beschäftigen. Dazu die Möglichkeiten werden auch beschrieben. Und dann halt noch die Alternative, dass man Remote-Entwickler zum Beispiel in Indien beschäftigt. Das ist zum Beispiel was, was Yuhiro, also mein Unternehmen, anbietet. Genau, da gehe ich mal auf die Punkte ein. Also erstmal die Frage, warum? Das hatte ich ja schon beantwortet zum Anfang des Videos. Es gibt einfach eine hohe Nachfrage nach Entwicklern, die ist relativ viel höher als das, was es auf dem Markt gibt. Das hat unterschiedliche Gründe. Also zum einen studieren ja sehr wenige Leute IT oder Informatik und gehen eher in BWL und andere Fachfächer, die vielleicht ein bisschen mehr ein höheres, besseres Ansehen haben. Und auf der anderen Seite möchte halt sich fast jedes Unternehmen digitalisieren. Auch der Staat, die Bundesregierung versucht ja auch alle Dienstleistungen online zu stellen und daher die hohe Nachfrage. Genau, die eine Möglichkeit, die jetzt sehr, sehr spannend ist, für besonders für Entwickler, die außerhalb des europäischen Raumes kommen, ist diese blaue Karte. Und diese blaue Karte funktioniert so, dass man einige Dinge erfüllen muss, um das zu bekommen. Und wenn man zum Beispiel einen Entwickler aus Indien oder sagen wir aus Thailand oder wo auch immer nach Deutschland holen möchte, dann muss man einige Sachen beachten. Also bei diesem IT-Bereich geht es um einen Fachkräftemangelbereich, und da kann man schon ab einem Gehaltsangebot von 43.000 Euro und 56 Euro einen Entwickler ein Jobangebot machen, und damit könnte man dann diesen Prozess starten, diese blaue Karte zu beantragen. Der Entwickler muss natürlich auch ein Hochschulstudium mitbringen, das muss anerkannt werden. Das sind ein paar Schritte, die man beachten muss, und dann muss man vielleicht auch bei der Arbeitsagentur anfragen, ob diese Einstellung in Ordnung ist. Und es ist immer von Vorteil, wenn der Entwickler auch ein deutsches Sprachzertifikat mitbringt. Also es gibt dieses A1, A2, C1, B1, B2, C1, C2, und das sind alles so Abstufungen. Also so ein C2-Zertifikat, das ist das Geringste, was man erhält, und dafür braucht man circa 3 Monate, um so ein Zertifikat zu bekommen. Es gibt da weltweit so Goethe-Institute, wo man die Prüfung ablegen kann, aber das Ganze kann man auch auf Privatinstitutionen lernen, die es überall auf der Welt gibt. Auch kleine Unternehmen oder kleine Dienstleister bieten es an. Und dann kann man diese Prüfung abschließen. Und das ist immer hilfreich, wenn man ein bisschen Deutsch auch kann oder besser gesagt diese Zertifikate hat, um diese blaue Karte einfacher zu erreichen. Es ist ein bisschen mit Aufwand verbunden, das Ganze, aber man kann davon ausgehen, dass man circa in einem Monat bis maximal 6 Monaten den Entwickler dann in Deutschland hat. Das kommt halt auf die Situation drauf an. Zum Beispiel jetzt kann man ja kaum Anträge stellen wegen dem Virus und so weiter. Und daher müsste man halt schauen, wie schnell das geht. Aber ich würde im Schnitt sagen, kann man mit 3 Monaten rechnen.
Die Frage ist natürlich auch, wo bekommt man diese Entwickler her? Also man müsste dann natürlich im Ausland mit einem Dienstleister wie zum Beispiel Yuhiro sprechen und wir würden dann zum Beispiel auf die Suche nach Entwicklern hier gehen, indienweit, und würden dann entsprechend Entwickler suchen und dann die Profile zukommen lassen. Dann könnte man zum Beispiel ein Interview mit dem haben, man könnte einen Coding-Test haben und vielleicht können wir auch ein paar Tage mit denen zusammenarbeiten und schauen, ob das alles so passt, weil man holt die ja nach Deutschland. Das ist schon ein bisschen Risiko für die Entwickler dann auch, aber auch für sie von ihrer Zeit und auch dem Aufwand. Und dann sollte man natürlich sicher gehen, dass der auch die notwendigen Skills mitbringt. Wichtig ist vielleicht auch, dass man schaut, dass der Entwickler vielleicht nicht ein Junior ist mit ein, zwei Jahren Berufserfahrung, sondern wirklich jemand, ein Senior mit vielleicht mehreren Jahren Berufserfahrung, sagen wir mal 5, 6 Jahren Berufserfahrung. Der Grund ist einfach, weil dann die Entwickler schon eher auf dem Niveau sind, was sie zum Beispiel, was man in Deutschland erwartet, weil in Deutschland ein Hochschulabsolvent mit ein, zwei Jahren ist vielleicht schon bereits 30 Jahre alt, aber ein Hochschulabsolvent in Indien mit ein, zwei Jahren Berufserfahrung ist vielleicht erst 21 oder 22. Und hier das weitere Problem in Indien ist auch, es gibt keine Praktika und auch wenig Nebenjobs. Das bedeutet also, dass es wenige Möglichkeit gibt, sich also diese Soft Skills aufzubauen, die ein deutscher Entwickler dann bereits hat, wenn er ein, zwei Jahre Berufserfahrung hat. Deswegen sollte man immer schauen, dass man jemanden nimmt, der vielleicht schon mehr Jahre Berufserfahrung hat, vielleicht 5 bis 6 Jahre oder vielleicht sogar mehr. Und der wird sich natürlich freuen, dann zum Beispiel auch nach Deutschland zu kommen. Man müsste natürlich auch nicht im Interview auch nochmal fragen, ob er da überhaupt Interesse hat, nach Deutschland zu kommen. Das ist natürlich auch eine wichtige Frage. Dann eine weitere Alternative an Entwickler zu kommen wäre zum Beispiel, eine Leute zu finden, die bereits in Deutschland studieren. Es gibt ja immer, es gibt ja nicht gerade wenige Leute, die in Deutschland studieren, aus dem Ausland, und die können, also es gibt ein Gesetz in Deutschland oder eine von der Regierung gemachte Aussage, dass man 1,5 Jahre Zeit hat, eine Stelle zu finden nach dem Studium. Das bedeutet, ein Masterabsolvent, zum Beispiel aus Indien oder aus China oder aus wo auch immer, er kann also 1,5 Jahre lang nach einem Job suchen in Deutschland, und wenn er ein passendes Jobangebot in dem Bereich, was er studiert hat, zum Beispiel IT, ein Jobzusage erhält, dann kann er dann da einsteigen. Und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um Entwickler aus dem Ausland zu finden. Dann die weitere Alternative, wie man Entwickler aus dem Ausland beschäftigt, ist, dass man also Remote-Entwickler beschäftigt. Also zum Beispiel also Unternehmen wie meines, also Yuhiro, wir sind ein IT-Dienstleister in Indien und wir können die Entwickler dann hier in unserer Niederlassung einstellen. Die haben einen so ganz normalen Arbeitsvertrag, einen indischen, und der ganze Overhead, also die ganzen Büroraumbereitstellung, das Internet, Computer und so weiter wird von uns bereitgestellt, und die Entwickler arbeiten dann direkt mit dem Kunden aus Deutschland, und das ist dann sozusagen wie ein eigener Mitarbeiter. Nur dass der dann halt vielleicht wo anders sitzt, ja, also bei uns zum Beispiel, und der hat dann kann dann ja mit den Remote-Tools wie zum Beispiel Skype oder TeamViewer oder was auch immer, kann der effizient auch mit dem Team in Deutschland zusammenarbeiten. Also nach meiner Meinung ist es eine gute Möglichkeit, weil in Deutschland selbst sind ja viele Teams auch schon bereits remote. Also meistens ist denn vielleicht der IT-Dienstleister oder die Agentur in Berlin und hat dann einen Entwickler, der in Hamburg oder in München sitzt und so weiter. Also das ist also relativ, hat sich schon ziemlich gut eingespielt. Und daher macht das dann ja auch keinen Unterschied mehr, ob man dann einen Entwickler in Indien sitzen hat zum Beispiel. Nur wichtig ist, dass man halt jemanden sucht, der halt zum Beispiel auch ein Beschäftigter sein möchte. Ja, also es ist ein Unterschied zum Freelancer. Freelancer kann ja weiter outsourcen zu jemand anders, aber ein beschäftigter Entwickler würde ja die Arbeit selbst machen und ist dann sozusagen wie ein eigener Mitarbeiter für den Kunden aus Deutschland. Genau, also es waren jetzt die drei Möglichkeiten. Also entweder kann man mit der blauen Karte die Entwickler aus dem Ausland holen, oder man kann nach dem ausländische Studenten, die nach dem Studium fertig sind, beschäftigen, weil die sind ja auch schon interkulturell, haben sich das ja angeeignet, auch die deutsche Kultur ein bisschen, wenn man 2 Jahre da gelebt hat, für ein Masterstudium zum Beispiel. Und die dritte Möglichkeit ist halt, dass man über einen IT-Dienstleister wie Yuhiro dann zum Beispiel Entwickler beschäftigt. Und der Vorteil von Entwicklerbeschäftigung im Ausland selbst ist halt, man hat weniger Overhead-Kosten. Insgesamt kommt man auf geringere Kosten, als wenn man Gehalt plus Overhead bezahlt, weil
man muss ja davon ausgehen, dass man dem Entwickler später auch ein höheres Gehalt zahlen muss, weil in Deutschland liegen die Gehälter für einen guten Entwickler schon bei, ja, sagen wir mal, mehr als 50.000 Euro. Und mit diesen 43.000 Euro, 56 Euro oder was das waren, kann man die Leute vielleicht auch gar nicht halten. Also vielleicht im ersten Jahr vielleicht, aber dann später wird der Entwickler, der nach Deutschland kommt, ja auch merken, okay, die Gehälter sind relativ viel höher und dann muss man vielleicht auf 60.000 Euro oder sonstiges gehen. Und dann hat man noch die Overhead-Kosten, die vielleicht nochmal 50% ausmachen. Und dann kann natürlich die Möglichkeit zum Beispiel dem einen Entwickler im Ausland zu beschäftigen, auch eine gute Möglichkeit sein. Genau, das waren also schon die meisten Punkte, die ich besprechen wollte. Also IT-Programmierer oder Softwareentwickler im Ausland aus dem Ausland nach Deutschland zu holen, also IT-Personal aus dem Ausland. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr das einfach in die Kommentare hier unter dem YouTube-Video schicken oder wenn ihr dieses Video auf dem Blog seht, einfach in die Blog-Kommentare rein. Und mehr Informationen zum Thema Indien, Softwareentwicklung, Ausland, Entwickler aus dem Ausland nach Deutschland holen und sonstige Themen, die rund um das Thema Offshore-Outsourcing auch drehen, kann man auf youhero.de Blog lesen. Bei weiteren Fragen freue ich mich. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das sind halt immer wiederum Themen, die mit dem Thema IT und so weiter zu tun haben. Vielen Dank fürs Schauen.